Heute ist also unser letzter Tag in Myanmar. Um 14 Uhr werden wir vom Hotel abgeholt und zum Flughafen gebracht werden, wo circa um 16 Uhr unser Flug nach Bangkok starten wird. Wir entschließen uns, den Vormittag noch mit der Besichtigung des Hauptbahnhofes von Yangon zu verbringen. Hier sehen wir die Eingangshalle des Bahnhofs. Und hier gibt's die Fahrpläne und die Tickets zu kaufen. Der Wartesaal. Machen wir einen genaueren Blick auf die Waggons. Unsere nächste Reise nach Myanmar, die vielleicht nächstes Jahr im Jänner wieder stattfinden wird, haben wir uns vorgenommen, auch eine Zugfahrt zu unternehmen. Bei wolkenlosem Himmel verlassen wir den Bahnhof und gehen weiter zum gegenüberliegenden Fußballstadion. Es gab ja Zeiten, wo es den Medien nicht erlaubt war, über Niederlagen der Nationalmannschaft zu berichten. Leider war das komplette Stadion versperrt, sodass wir keine Aufnahmen innerhalb des Stadions machen konnten. Wir spazieren weiter und besuchen wieder das indische Viertel. Auch hier ist es aufgrund des chinesischen Neujahrs wesentlich ruhiger als üblich. Viele Geschäfte haben geschlossen und an den Straßen sind fast keine Stände aufgebaut. In den Seitenstraßen herrscht trotzdem ein riesiges Getümmel und bei dem vielen Autoverkehr ist es schwer, die Straßen zu passieren. Auch hier sind die Preise im Rahmen des Neujahrsfestes kräftig angestiegen. Nur ganz wenige Händler bieten ihre Waren zum normalen Preis an. Eine kleine Einkaufstasche mit einem schönen Katzenmotiv hat es uns angetan. Wir mussten sie erwerben. Am Rückweg zum Hotel kommen wir wieder am Scott Market vorbei und entdecken ein Juweliergeschäft mit dem Namen unserer Freundin Nue Nue Aye. Zurück im Park Royal Hotel checken wir aus, verwahren unser Gepäck bei der Rezeption und verbringen die Zeit, bis wir abgeholt werden, am Pool. Dabei können wir diese waghalsigen Fassadenmaler beobachten. In der Zwischenzeit wurden wir abgeholt und finden uns nun am Flughafen von Yangon wieder. Jetzt heißt es warten auf den Flug nach Bangkok. Der Flug mit Bangkok Airways ist auch ein kulinarisches Erlebnis. Da könnten sich die Austrian Airlines schon eine Scheibe abschneiden. Und schmeckt es denn auch?
Knapp 2,5 Stunden später finden wir uns am Flughafen von Bangkok wieder. Und was entdecken wir dort? Doris absolutes Lieblingsgeschäft. Der Flughafen von Bangkok ist riesig. Es ist wie ein riesengroßes Shoppingcenter. Diesmal haben wir fast 5,5 Stunden Wartezeit und daher auch Gelegenheit, mal alle Shops zu durchwandern. In Kürze werden wir zum Gate gehen und einchecken. Man wird unsere Koffer nicht finden, man wird uns beim Schalter aufhalten und uns fast den Flug verpassen lassen. Nach einigen Chaos und Hektik werden wir aber dann doch im Flugzeug sitzen. Und nach circa 10 Stunden Flugzeit wird unser Myanmar-Urlaub 2012 Geschichte sein und wir werden wieder zu Hause in Wien sein.